Moin, neue Runde Satisfactory. Ja, ich hier mit der Spaßpistole. Spaßpistole? Farbpistole. Yeah. Ich habe Farbspiele gemacht und ich habe ein bisschen was gebaut. Und, ach, da steht ja noch einer. Ich habe mir die ganzen Farbdinger aus dem Shop gekauft. Ich habe die nicht gesammelt. Warte mal, ich nehme die mal aus Versehen. Nicht, dass ich da hier rummache. Zeige ich euch gleich. 1600 Farbpatronen habe ich gekauft. Bis auf die. Wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Ja, das, da unten, das haben wir alles verbraucht. So. Die Dinger sind ja aktuell erst immer an. So, das ist jetzt hier Peilung der Höhe. So, die sind also jetzt blau. Nicht angeschlossen. Was ich hier in die Mitte mache, weiß ich noch nicht. Aber da hinten bei dem anderen Turm zeige ich euch gleich. Es ist jetzt hier Freitag, spät Nachmittag. Zum jetzigen Zeitpunkt gab es keinen neuen Teaser von Coffee Stain wegen Update 5. Kann natürlich sein, dass er wieder mal, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, kommt. Aber naja, gut. Dann seht ihr die Neuigkeit am Sonntag, nicht am Samstag, weil die Folge ist hier für Samstag. So, ich habe die Blau. Das ist das Blau, was ich schon bei der anderen Kohle, Generatoren, Stromerzeugung, Kraftwerk, Blau, Wasser, Anschluss benutzt habe. Genau das ist das Blau. Ne? Ist ein bisschen dunkler eigentlich das Wasser. Das hier ist ja das Wasser, was da drin ist. Hätte man eigentlich mal gucken müssen, was von Blau das ist. Aber naja, wurscht. Ja, ich glaube, ein paar Mal habe ich auch daneben gezielt. Da sind dann die Dinge blau, die nicht blau werden sollen. Aber egal. Hier aus der Nähe, so hier, sieht das eigentlich aus wie mattblau, ne? Bin ich jetzt nicht so hier. Wenn man mal so guckt, das ist matt. Bin ich jetzt nicht schlecht. Ne? Also, die gehen hier einmal rum. Die Dinger, die nicht sitzen, die habe ich wie folgt gesetzt, wo hier irgendwas im Weg ist, was man nicht mitgegangen machen. Ich habe mir das gesucht, wo ich sie hinplatzieren kann und habe sie dann mit Micromanage hier rangezogen. Anders da ging es nicht, weil bei einigen haben sie da nicht hingepasst. War halt schlecht zu machen. Das ist ziemlich hell, ne? Aber egal, jetzt gehen wir hier hinten hin. Da sieht jetzt genauso aus. Hab ich eigentlich... Wieso bist denn du nicht blau? Da geht schon los, ne? Geht schon... Oh, nicht rot. Rot habe ich für die Dinger da vorne gemacht. Blau. Blau und blau. So, weißt du ja die Standardfarbe hier. So, lass noch mal gucken. Die spreng ich sowieso noch weg. Aber brauchen wir, ich habe es mal getestet mit einem Vieh. 30 von diesen Sprengstoffdingern braucht man dafür. Dann ist er tot. Gibt auch einen Mod, der die Viecher entfernt. Aber der entfernt, glaube ich, alle. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, die ist ja Doku weg. So, das gibt wieder eine Höhenpeilung. Was gibt das hier mal? Also das ist nur für eine Höhenpeilung. Der kommt natürlich dann wieder weg. Hier oben. Also ich glaube hier. Hier, ja. Ich glaube, das ist die richtige Höhe. Kommt der nächste Kreis. Nicht so groß wie der, sondern wahrscheinlich hier die Außenlinie von dem inneren Kreis. Der kommt hier oben drauf. Muss ich ja nachher machen. Das ist noch eine normale Foundation. Da brauche ich ja dann von dem Mod, der jetzt aktuell nicht geladen ist, die hier. Und dann, der kann nicht mit Glasfoundations umgehen, sondern ich mache immer erst die normalen, 2er Höhe oder 1er Höhe ist das, glaube ich, Glas. Und dann tausche ich die aus. Immer einen nach dem anderen. Sonst kann man ja keinen Kreis mehr, aber egal. Was geht, was Mut, das Mut, ne? So, Wasser hat es jetzt wohl, glaube ich, genug. Theoretisch. Wahrscheinlich habe ich mir wieder, kommt da steht der nächste Shop. Den lasse ich erstmal da stehen. Da habe ich ja die Farben gekauft. So. Dann geht das Klump hier raus. Dann haben wir hier ein bisschen, deswegen hatte ich die rote Farbe eben in der Hand. Die roten Farbteile. So, jetzt kommt hier das Wasser von da rein. Das waren noch 4, ne? Müssten eigentlich 4 gewesen sein, wenn ich mich nicht vertäuscht habe. Ich da vertäuscht, ja. Was ist denn mit meiner Sprache heute schon wieder los? Hier, komm mal ran. Kommen Sie ran. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So. Das muss wieder weg. Nein! Wieder keine. Wo ist es? Da. Will doch keine Steine anmalen. Kann man die eigentlich anmalen? Die Steine kannst du auf jeden Fall wegsprengen. So. Zack. Was ist denn das da hier? Noch ein Stein. So. Jetzt muss man mal hier eine Peilung machen. Ich habe eigentlich alle Viecher getötet, die mir hier ständig wieder. Da sind noch hier. Da sind noch. Innereien. Hier ist leider keine Festplatte drin. Ich weiß gar nicht, ob ich alle alternativen Rezepte habe. Wenn nicht, muss es ja irgendwo noch Festplatten geben. Ach, die Kohle muss ja an der... Genau, da habe ich ja nur abgebaut, weil ich muss...
Dann muss die Kohle da zusammengeführt werden und muss hier, die muss nämlich auch, die will ich nämlich, passt das von der Höhe? Ja, sollte eigentlich. Ich brauche jetzt mal eine Verpeilung hier, bitte. Bitte eine Verpeilung von der Höhe. Und zwar so, dass die außen an die Foundation dran klappt, sonst habe ich wieder ein Problem. Genau, da muss die hin. Hier muss die hin, genau. Da kommt noch so ein Ding. Das heißt, bitte gehen Sie mal nach da, damit wir mal gucken können. Fast. Sollte aber eigentlich, sag ich doch. Das wäre jetzt ein Ding gewesen, du. Da wüsste ich wieder nicht, wo ich Fehler gemacht habe. Das hat. Wozu habe ich noch am Anfang hier diese Dinger gezogen? So, weg mit dir. Gucken. So, du kriegst jetzt wieder die goldene. Nee, jetzt ist mal gut hier. Wir bräuchten jetzt eigentlich alles nicht. So, zack. Deskalumbe muss. Der steht hier. Der steht vorne dran. Das heißt, der steht. Da. Da steht der. Oder? Ist der denn richtig? Ja, der mal. Ah ja, ah ja. Ne, der hat genau die Mitte, guck. Der ist in der Mitte von den... Da machen wir es anders. Da gehen wir mit den Dingern hier hoch. Gib mir mal, das sind ja nur vier. Die kriege ich ja nebeneinander. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Dann machen wir mal. Will ich denn den auf der Foundation haben oder nur da eine Halterung und da? Von der Physik her würdest du das Ding da durchhängen. Weil ich überlege gerade, ob ich dann halt das wegmache. Und die Dinger halt so da dran. Oder wenn ich keinen Boden habe, wo diese Rohre hängen, das so mache und mit den Öffnungen halt hier, ne? Wisst ihr? Eins. Zwei. Drei. Hier. Das meine ich damit. Der ganze Kram wird hier drin verknotet. Und dann sage ich noch nicht, was ich damit mache. Auf jeden Fall, da oben kommt ein zweiter Kreis hin. Hier ist aber eine normale Wand drin, ne? Ja. Die kommen da weg. Die kommen da weg. Nee, die müssen da ja ran. Die müssen hierhin verbunden werden und die gehen dann da hoch. Hier hoch und die gehen da hoch. So rum. Jetzt wird ein Schuh draus. Kann die natürlich auch verteilen hier und hier. Lass mir mal den... Nee, warte mal. Ich mache jetzt mal hier diesen blöden Pfosten hin. Gehen wir mal weg. Komm mal her. So. Und so. Dann geht das nämlich schon. Dann wird da ein Schuh draus. So. Komm ran. So, so und so. Was ist denn das da? Holz, das ist Holz, ne? Oh, wo kommt denn, wieso spawnt denn dieser Kram immer neu? Ist das, jetzt habe ich natürlich die Kaffeetasse nicht. Ach, Coffee Stain. Das ist auch was, ne? Da bringen sie dieses eine Geländer, was ich eben, aber eine leere Hand. Gibt es im Mod, ich weiß. Empty Hands. Hands heißt die, glaube ich. Aber, warte mal, du bist doch, nee, du bist ohne, okay. Coffee Stain könnte das Ding, wir machen das so. Wir machen das so. So. Das ist aber unterschiedliche Höhe. Ja, der steht auf einem Pfosten, aber wieso ist hier, hä? Ach so, weil der das ist von unten gebaut, stimmt. Immer weg. So will ich das nämlich nicht. Hoffentlich kann ich den da dran snappen. Nee, kann ich natürlich nicht. Da ist aber einer. Hier ist doch einer. Komm mal her. Der ist doch da. Sehen doch, da ist er doch. Irgendwie snappt das komisch. Ich weiß auch nicht, du. So, jetzt. Jetzt. Hoch damit. That's what she said. So.
So. Okay, soweit, so. Naja, ich weiß noch nicht, ob ich diesen Boden hier lasse. Jetzt kann ich gerade wieder so wieder wegtun. So. Ich denke, ich genug vom Material, was sind pumpenmäßig und so. Wir gehen hier hoch, wir gehen aber erst mit einer Pumpe. Warte mal, habe ich die an die Wand gesetzt oder ist die... Der macht erst einen Bogen und geht dann... der macht einen Bogen und geht dann drauf. Also ziehen wir das... Ja. Rohr da hoch. Da muss noch eins näher ran. Kommen Sie ran. Sind sie genauso beschissen wie nebenan. So, jetzt ist natürlich mal wieder malen, ne? Aber egal. So. So. Und so. Und jetzt müssen wir mal die Leiste umschalten. Wenn wir so machen. Jetzt ist das natürlich mit dass der Pfosten so aussieht und der da hinten so aussieht. Muss man mal gucken, ob man den verkleidet. Wir haben ja weiß. Warte mal. Ich will, dass die Rohre zu sehen sind. Das ist erstmal das eine. Ja, mal gucken. Das ist eine Grundhalt. Mal ran. So. Doch am Ärmel hier. So. So. Nein, jawohl. So. Du kannst eigentlich weg. Ach, was ist einfacher mit diesem Fliegedingensbums-Mod, ne? Lange mich gesträubt, aber ja. Muss mal vorangehen, sonst hätte ich wieder Kabel. So, jetzt haben wir da oben das. Könnte man natürlich mit Glas machen, ne? Und Achtung, ich teste das jetzt. So. Jetzt brauchen wir wieder das. So. Jetzt gucke ich es an. Und jetzt sag ich so vielleicht? Jawohl. So. Halt. Na, dann klippt der. Der sieht natürlich vom Weiten dann shit aus, ne? Wir machen es anders. Wieso mache ich denn hier eigentlich so einen Mist? Kaffeetasse? Weil das will ich nämlich nicht. Mal reißen wir's. Warte mal, ich gucke nur gerade, ob es geht und dann reißen wir es nämlich gerade wieder ab. Da baue ich zigmal und dann mache ich so einen dummen Fehler. Ne? So macht man das. Ich Knalltüte. So, ich ändere es kurz ab. So, abgeändert. Der noch weg. So, jetzt haben wir erstmal das. Dann geht das bis oben hin. Und dann sagt, denke ich, wir machen da Glas draus. Jetzt will ich mal gucken. Der macht ja da draus standardmäßig kein Wandding. Wir gehen mit dem dahin. 2, 3, 4. Ja, sollte passen, ne? Kommt da unten die Pumpe dran. Wird schon wieder Nacht. Na? So. So und so. Habe ich Material für die Pumpen dabei? Okay, 24 Motoren, aber die kriegen wir hin. Hier ist der Strom. Da ist der Strom. Und Licht. Ich weiß, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie rum sind die Dinger da gedreht. Huch. Hä? Ach, wegen dem Clipping. Den mache ich jetzt nochmal nicht weg. Ja, ja, ich glaube, müssen wir nochmal gucken. Testen wir mal. Eigentlich nach vorne. So. Kommen Sie ran.
So. So rum bitte. Und wir machen das. Dass dieses Ding aber auch da hier, diese Anzahl an, wie viel Material ich brauche, ne? Dass das aber auch immer da mitten im Weg ist. Hörst du mal auf zu pumpen? 1. 2. Nein. 3. Erster. Das ist ich hier, ich der Grobmotoriker. So. Na. So minimal, meine Maus will auch nicht wirklich, ne? Ja, richtig rumgemacht alle. Das sehen wir dann. So, hier, rum hier. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Das müsste hier, aber das blendet manchmal das Licht, deswegen ist es manchmal besser. Man macht das, ich mach den mal dahin. Da muss man jetzt mal gucken. Das ist wie so ein Schatten, ne? Kann ich das Licht wieder anmachen. So. Und jetzt muss man hier mal gucken. Nee, so natürlich nicht. So muss man gucken. Der kriegt das da wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir es so machen. 1, 2, 3. Hier. Jetzt gib mir mal eine Verrohrung. Wieso habe ich eigentlich das eine auf 1, das andere auf 10? So weit habe ich es mit meinem Finger. So. Rum, rum. So, so, so. Standard, Förder, Vertikal. Will ich eigentlich nicht. Also muss das Ding... Hörst du auf zu zucken? Der muss so... Der so. Kriegen wir alles hin, liebe Freunde. So. B, es gibt heute keinen neuen Teaser. Werde ich stinkig. So. Soll der da? Der soll, glaube ich, da. Jetzt frieren wir den mit dem in eine Linie und machen den anderen Balken wieder weg. Ständer. So. Dann. Wie viel Material habe ich noch? Gib mir mal das Ding. 1000, ach Gott. Dann tun wir mal das hier jetzt da lang ziehen. Mir kommt das irgendwie schräg vor. Oder sitzt meine Brille nicht richtig? Das ist alles so eine Sache, ne? Ich tue mal die Rohre jetzt hier hinten dran friemeln. So, angeschlossen. Also gleich. So, dann machen wir die so nebeneinander. So. Ist halt jetzt wirklich, ich glaube, also einfach dieses Brett nenne ich jetzt mal. Kann man das wieder wegmachen? Das will ich eigentlich nicht. Dann machen wir hier vielleicht einen Ständer. Das muss ich mir angucken. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist aber jetzt erstmal egal. Ich muss jetzt zusehen, dass ich den Kram... den hier da rausbekommen. Auf die Höhe. Okay, das heißt, komm mal rüber. Nochmal, Buch. Komm mal rum. So. Und da muss das... Uah, jetzt muss ich selbst mal gucken, überlegen. Das muss dann da und das muss in die Mitte. Gib mir mal... Ich brauche mal... Den müssen wir nochmal umschalten. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, bevor ich dann wieder was im Off fabriziere. Komm mal hoch. Jetzt hier wieder los. Das ist wieder der Versatz da drin. Kriegst die Tür nicht zu, du. Kommt jetzt der blöde Versatz her. Geil, ja. Geh mal hoch da. So. Ich will nur gucken, dass ich das hier irgendwie da rauskrieg. So.
dass ich hier Halter dran mache. Ich muss ja 8, 12 Rohre nach da oben kriegen. Die kriegen wir definitiv hier hoch. Ja, und die kriegen wir da hoch. Aber den... Ich will halt, dass das da mal so ein Klumpen ist. Und dann überlege ich aber, also das soll nicht, die Wand soll da nicht stehen bleiben. Weißt du? Der kommt garantiert nicht da dran. Die Wand soll da nicht stehen bleiben. Was ist denn, wenn... Mann. Eins, zwei. Der geht natürlich da dran. Seht ihr? Das wäre dann sowas in der Art mit, was mich nicht weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man das nicht sieht. Das Gekrümel. Dann würde ich nämlich hier die 8 hoch machen. Dann ist es in einer Reihe. Und die 4... Oder macht man es aus Glas? Kriege ich den da wenigstens dran? Ja, auch. Nur den halt nicht, ne? Das ist ja... Oh. Also sollte nicht... Wenn, muss man nicht überall Mist bauen, ne? So... Aber dieses Glitschen, das ist halt, auch wenn du es nicht siehst, ne? Es nervt halt immer für mich ungemein, obwohl ich es an einigen Stellen gemacht habe. Ja, da ist nämlich zugebaut und sagt, was sind die so? Jetzt, komm mal her. Ach, kommt der Scheiß wieder. Warte mal. Komm her. Krieg ich dich da dran? Da? Nein, da? Warte mal, machen wir es so. Da müsste da eigentlich so dran gehen, ne? Ne, das geht nur. Ach, leck mich doch am Ärmel. Später. Später. Und wenn ich ihn aus Glas mache? Hier müssen sowieso Pumpen hin. Wie hoch gehen die? 50, ne? Ja. Zwölf. Eins ist vier. Das ist 8. Das ist 48. Da geht es schon nicht bis da oben hin. Da müssen Pumpen hin. Ja, Mist. Wenn es mal wieder länger dauert, das Glasding kriege ich hier sowieso rein. Keine Kollisionsabfrage. Ja, es geht hier nicht. Lass mich noch mal das hier probieren. Oder aber, warte. Nee. Also ich würde das ja gern ganz komplett ohne... Wand machen. So weit geht das Ding nicht, ne? Machen wir hier kurz eine Pumpe hin. Eine Verrohrungsding hier. Gib mir mal so ein. Ich will nur mal hier so einen dahin machen. So. Komm mal ran. Und wenn ich das da. Wartet mal. Achtung. Ach nee, dann krieg ich. Das krieg ich nicht. Und wenn ich den zumach. Also ich brauche jetzt erstmal hier. Erstmal, ich muss ja immer das Rohr da hochkriegen. So, immer das Rohr. Oh, das ist, oh Gott, hey. Eindeutig, zweideutig. So, hoch jetzt mit dem Ding. So, jetzt gib mir mal. Machen wir mal auch schnell in der Folge. Gucken wir mal gerade. Friemel mal das Ding da dran, bitte. Eins. Zwei. Drei. Vier.
5, 6, 7, 8. So. Erstmal muss ich kurz das Rohr da dran. Das friemeln wir jetzt da dran. Wo denn? Da. 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 So und so. So. Dann kommen hier Pumpen hin. Und was ich jetzt meine ist, dass mich jetzt hier, das machen wir auch nochmal, die Folge wird wieder länger. Entschuldigung. So. Hoch da. Die sind ja jetzt schon, wie gut, boah. Der hat die oberen dreien, ja. Vieren. Vier sind es. Vier, Noob. Du dummer Noob, du. So. Und. Oh, shit. Wo hängt denn der? Unter dem Teil. Da hängt der. Richtig? Ja, eins. Zwei. Drei. Hier. Jetzt friemeln wir da schnell noch da dran. Und jetzt los. Was? Hä? Was denn? Was ist denn das wieder für ein Gesnappe? So hast du. Ja. Ja. So. Und was ich meine ist, dass man jetzt so ein Teil da drauf setzt. Wo snappt denn diese blöde Stange? Da. Wie sieht denn das aus? Mach die mal da hoch. Na nee, dann komme ich jetzt nicht dran. Ich mach die mal jetzt eins unten drunter. So. Geh mit dem da weg. Wieso bist denn du schief? Was? Was denn hier los? Scheiße. Also, machen wir dann. Aber dann ist das ja. Und hier für ein Mist gemessen. Wer misst, misst, misst. Mhm. Kommt dann, kommt. Keine Panik, kommt alles. Und wo kriegen wir jetzt die Pumpe dahin? Also die kriegt man schon da dran. Ja. Nächste Folge, ne? Bis dann. Ciao.